YOLO, this video is in German. It's a chat-only gameplay. It ends with 31-0, and that's about it. Jo, also, einfach hier mal ein bisschen kommentieren, was ich so mache, was ich so generell mit Jamal mache. Vielleicht mache ich dazu auch noch ein anderes Video, ist doch ein bisschen längeres Thema vielleicht. Und weil ich sowieso wieder vom Thema abkomme und irgendeinen Scheiß in-game kommentiere, glaube ich, verteile ich das auf ein anderes Video noch. Hab nämlich irgendwo noch ein 46-0 auf Dragon Valley. Nix Spannendes, einfach soliden runtergeflogen. Ja, genauso ungefähr war eigentlich diese Runde hier heute aufgenommen. Seit ein paar Tagen habe ich jetzt Jet Only beim Jamal geskillt, weil eigentlich wollte ich den Jamal ja als Flugaccount mir erstellen, weil es gibt einen wunderbaren Bug, dass wenn man entweder einfach einen neuen Trainingspunkt bekommt durch Level Up oder wenn man eben alle Trainingspunkte neu verteilt, weil man fliegen möchte, dann stürzt das Game so 100.000 Mal ab hintereinander, weil irgendwie Ability, Purchase, Scheißdreck, Bug. Regt einen unglaublich auf, verschwendet unglaublich viel Zeit und es wäre alles ein bisschen einfacher, wenn man einfach sich einen neuen Charakter erstellt und den einfach nur ja auf Fliegen, Helikopter, Jet skillt. Genau das ist hier beim Jamal eigentlich der Fall. So, Gameplay im Hintergrund, wie gesagt, 31-0. In der F-35, in der die das, F-35 normalerweise ist MiG, natürlich der 100.000-fach bessere Jet, einfach weil er mehr aushält, ein bisschen besser zum Rammen ist, was man eigentlich nicht machen will, wenn man nur Jet geskillt hat, weil wenn man dann beim Rammen verkackt, kann man erstmal wieder eine Minute warten und wird wahrscheinlich noch gebase-raped. Aber generell, die MiG hält einfach ein bisschen mehr aus, wenn es brenzlig wird und man irgendwie an ein Trapo gerät oder so ein Scheiß und die F-35, keine Ahnung. Find's, sieht einfach nicht so geil aus wie die F-35 generell. Der Spawn auf dem Träger ist ein bisschen debil, weil wenn eigene Heli-Piloten meinen, sie müssen einen runterrammen, schreit man dann doch schon, weil man nichts dagegen tun kann. Eigentlich kann man dann das Game eigentlich quitten, also ich habe da keinen Bock, da eine Minute wieder auf den Träger zu warten, weil so ein Spastiker in meinem Team gemeint hat, LOL, Epic Troll XD! Ja, was kommentiere ich hier wieder? Wie man sieht, ich bin nicht so der übelste Jet MLG Pro, normalerweise habe ich ja nur einen Punkt im Jet drin bei meinen ganzen Charakteren und fliege dann eben so am Anfang vielleicht den einen oder anderen Jet-Heli und vielleicht noch auf den Tank dann das Jet-Dingelsilm krachen lassen, um schnell mal alles kaputt zu hauen und meinem Team einen Vorteil zu sichern. Aber sonst bin ich der Ansicht, entweder ein Punkt drin oder alle oder gar keinen, weil sonst lohnt sich's nicht. Und ja, ich komme selten dazu, eigentlich Jet zu fliegen, weil Heli und Jet, wenn ich da alle Punkte reinsetze, dann bevorzuge ich den Heli, weil ich da ein bisschen aktiver das Game lenken kann, ein bisschen besser gegen Infanterie fliegen kann, weil wie man sieht, ich bin nicht der absolute Flugkünstler, wie gesagt. Ich weiß, wie es geht, aber ich habe einfach nicht so viel Erfahrung drin und darauf kommt es eigentlich meiner Meinung nach an, einfach 100.000 Dogfights schon geflogen zu haben, um zu wissen, wie die Gegner in den meisten Fällen reagieren, wie man zu fliegen hat, wie es ganz einfach ist. Ja. Hier übrigens, der Stinger-Wärmesucher-Bug funktioniert natürlich auch im Jet. Habe ich sonst immer erzählt, aber nie in Gameplay zu zeigen gehabt. Hier hat man es gerade gesehen. Ich habe auf den Helikopter die Wärmesucher abgeschossen und den Jet hat es hinterher getroffen. Das ist der weltberühmte Igler-Bug, den es nur in diesem verschissenen Game gibt. Gegen den kann man auch nichts machen. Kommt einfach so. Selber kann man den provozieren, ich glaube, ich provoziere den hier auch in den Gameplay noch, oder in einem anderen halt, das man jetzt leider nicht sieht. Man umfliegt die Stinger, indem man eben auf sie wieder zurückfliegt, kurz bevor sie auf einen schießt, oder kurz nachdem sie auf einen schießt. Dadurch erwischt die Stinger einen manchmal nicht und fliegt automatisch auf das nächstgelegene Ziel und trifft zu 100%, selbst wenn irgendein scheiß Berg in der hier dazwischen steht, scheißegal, die Igler macht einen schönen Bogen drum, ganz komischen, trifft zu 100%,
Wenn es aus dem eigenen Team ist, ruckelt es nur kurz. Wenn es aus dem Gegnerteam ist, gibt es den Damage volle Kanne ab und man stirbt meistens auch dadurch, im Jet vor allem. Man freut sich erstmal, schmeißt irgendwas durch die Gegend und schreit Fuck this shit, drückt Escape, leave battle, fertig. So, was kann ich noch eigentlich erzählen über das Gameplay? Ich wollte ja eigentlich über das Gameplay reden. Ja, wie gesagt, solide runtergeflogen, Team hat mitgemacht. Immer Minimap ein bisschen einfach aufpassen und auch die große Map aufrufen, um zu sehen, wo sind die Iglas, welche Igla ist gerade besetzt. Bisschen spotten, weil es einfach hilft, und Leute im Jet belobigen, dass sie endlich mal blicken, was der Name bedeutet. Und ja, die gegnerischen Jets immer Base raten. Ich meine, 500 Punkte, nee, 600 Punkte, wenn man einen Jet in einer Minute immer Base rate den gegnerischen. Also da geht schon ab von Punkte die Minute mäßig her. Ja. Sonst gibt's da jetzt eigentlich nichts Interessantes zu kommentieren. Vielleicht, dass man einfach wissen muss, wie man die Iglas umfliegen kann. Hier hätte die Igla mich 100% getroffen, hätte ich nicht geflärt, obwohl ich hinter dem Hügel dann gewesen wäre und mehr als 400 Meter weg. Ist einfach so. Muss man einfach wissen. Vor allem darf man nicht pokern. Mache ich viel zu oft, wenn ich im Jet fliege. Och, die Igla, bin ich schon 500 Meter sogar weg. Die trifft mich nicht. Wenn ihr nicht unbedingt 180 Grad gewendet habt und 300 Berge zwischen euch stehen, dann könnt ihr sicher sein, dass irgendwann euch wieder der Igla-Bug fickt und ihr euch nur aufregt, dass ihr wieder eine Minute auf den Träger warten müsst. Der gegnerische Jetpilot das merkt und euch anfängt zu base-rappen. Und wenn ihr dann keine RPG habt oder Stinger-Camper in der eigenen Base und dann den ganzen Flaggen, dann hui, wird's gefährlich. Dann wird man schon mal ganz schön salzig. Was noch? Sonst gibt's eigentlich nichts zu erzählen. Ich denke, in nächster Zeit, wenn ich mal wieder versuche, ein schönes Gameplay aufzunehmen mit dem Jet, dann kommt vielleicht eins, aber sonst bin ich jetzt nicht so der mega Highscorer im Jet. Ich kenne Leute, die das schaffen, gegen Infanterie da richtig nice Scores hinzulegen, aber ich bin da eher so mittelmäßig. Das war irgendeine Runde danach oder davor, keine Ahnung. 29-0, hab verloren, bin am Ende einfach rausgesprungen und in den Spawn gestanden und wow. 100% Headshot Rate, ne? So, war's. Kein Erkenntnisgewinn, wie immer. Haten in den Kommentaren, dass Jamal schlecht fliegen kann, bitte. Tschüss. Lol, wer sagt schon tschüss, please?